Willkommen zurück zu einer weiteren Runde God of War, der erste Teil über den PC. Wir haben diese Passage mit der Brücke ja dann doch noch gemeistert. Kurz gucken, was hier oben ist. Auf jeden Fall wieder Gegner. Mal ein paar normale Minotauren und diese, was auch immer das sein soll. Fledermäuse sind es auf keinen Fall. Ja, den killen wir mal so. Ein bisschen stylisch. Rein in den Rachen. So. Natürlich kommen da noch mehr. Ja. Sorry, mein dicker Kumpel, aber ich muss dich leider umbringen. Weil ich Kratos bin. So. Ja, diese kleinen Viecher hier, die machen jetzt nicht wirklich Probleme. Aber es kann halt sein, dass da wieder unendlich viele von kommen. Man kann ihnen dann, wenn wirklich unendlich kommen, Orbs farmen ohne Ende. Okay, da, hier lang können wir nicht, oder? Doch, können wir auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir hin müssen. Ich will ja nichts verpassen. Das sieht hier gut aus. Was haben wir da drin? Oh ja, ein weiteres Gorgonenauge. Ja, das ist voll, brauche ich jetzt nicht. Was willst du denn hier? Kackvieh. So. Dann haben wir noch mehr. Greift er mich einfach an, der Hosenscheißer. Boah. Ja, hallo, hier ist aber schön. Wenn diese blöden Bogenschützen nicht wären, natürlich, wäre das noch viel schöner. Die gehen mir ja mal richtig auf den Sack. Also, ey. Fuck mich nicht ab, du dumme Drecksau. Wie kriege ich euch Penner denn da jetzt weg? Ja, toll, kann ich ja eh nicht aufmachen. Von daher kann ich auch wieder weg hier. Da müsste ich ja erstmal die Schweinepriester da loswerden, sonst ist mir das zu doof, da zu versuchen, die Kisten aufzumachen. Hab ich nicht die Lust zu. Jetzt holen wir uns erstmal Energie, wir haben zu viel eingesteckt. Wenn wir die gleich irgendwie wegmachen können, dann hole ich mir auf jeden Fall die Kisten, aber mit den Viechern nervt das zu sehr. Da will ich dann mich nicht drüber aufregen müssen. Mach's gut. Das war's mit dir. Nicht im Ernst, oder? Ist jetzt so dumm, sich dran festzuhalten. Nee, ich fange da unten an. Habt ihr den Arsch offen? Ich hab doch keinen Bock, jetzt hier wieder alles von vorne zu machen, ey. Ist doch kein Dark Souls hier. So, jetzt mit dem Kopf durch die Wand hier. Ganz egal. Einfach drauf. Geh kaputt, ey. Verreck. Verreck. So. Das werde ich genießen, dich aufzuspießen, du Mistvieh. So. Und
ihr. Ach du Scheiße, geh doch kaputt. Die Musik ist gerade echt nervig, laut. Als wäre das hier irgendwie total riskant. Na, mal stirbt der auch mal. Das war doch gerade nicht so schwer, die kaputt zu bekommen. Na, geht mir jetzt nicht auf den Sack. Und warum ist die Musik so abartig laut jetzt? Ja, ja, wissen wir schon. Ach nee, noch so ein paar Mistviecher. Hier ist auch nie Ruhe, da kommen ja immer mehr von diesen Pumpels. So. Das war's. Ja, anscheinend komme ich. Ah, endlich hört diese Musik mal auf. Ganz offensichtlich komme ich nicht an diese Truhen, weil kein Weg dann hinführt. Die Bogenschützen da auszuschalten. Was ist das hier? Du, ich muss hier rüber. Löse den Hebel und senke die Brücke! Nein! Nein! Die kriegen mich nicht! Ich lasse sie nicht rüber! Diese Monster! Sie werden mich zerreißen! Feigling! Sehe ich auch so. Hoffentlich kriegen sie ihn. Verdammter Feigling. So, und weiter geht's. Die sind jetzt nicht so tragisch. Die sind halt nervig, aber die sind ja nicht stark. So, was ist hier? Ein paar Gegner. Und die Mistviecher. Bin ich jetzt hier nicht wieder beim... in demselben Raum? Ich weiß es nicht. Sieht alles so gleich aus gerade. Wenn ich jetzt hier rausgehe... Ja klar, das ist derselbe Raum. Nutzen wir die Gelegenheit, falls wir wieder mal sterben sollten. Da habe ich jetzt keinen Bock, wieder irgendeinen doofen Checkpoint zu haben. Aber machen müssen wir hier ja, glaube ich, nichts. Ach, wir sind einmal im Kreis gelatscht. Nein, oder? Ja klar, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Vielleicht müssen wir ja tatsächlich wieder hier runter. Ja, ist gut. So. Was haben wir hier?
Komm, gib ihm. Ja, alles klar. Ich weiß jetzt eh nicht, wo ich hin soll damit. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Na, wer kommt mich hier besuchen? Etwa keiner? Ja, eine verstärkte Tür. Das auch. Ne, das kriegen wir so auf. Das kriegen wir auch auf. Ach ja, das Gedrücke, nicht wahr? Das ist mit dem Xbox-Controller echt beschissen. Ah, hallo. So. Ey, lässt du mich los? Ja, schön am Blocken hier. Ja, schon wieder packt er mich einfach an. Das gibt's ja wohl nicht. Hau ab. So. Hier kommen ja noch ein paar. Oh, hat nicht mehr gepasst. Schade, dann mach ich dich halt so kaputt. So, ich glaube, damit drehen wir gleich das Ding schön. Machen wir das noch? Na komm, Kratos, gib alles. Ah, so. Da haben wir gar nichts drin. Da haben wir Magie und Energie. Also auch quasi nichts. Und hier Zeug. Trifft man gar nicht so gut. So, dann haben wir... Oh, Moment. Zack. Na, hallo, 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 hallo. So. Orbs, Orbs, Orbs. Gut, jetzt haben wir das hier. Was haben wir auf der anderen Seite noch? Eine blöde... Versiegel... Ein versiegelter Durchgang. Alles klar. Oh, das ist ja... Aha, bergab. Aha, wie doof. Wie ätzend man das hier treten muss, ey, und ziehen und zerren. Weil ich es von vorne nicht treten kann und ach, je, je, je. Aber an sich ist es ja jetzt kein schweres Rätsel, man stellt das einfach hier drauf. Dann kann man das Ding umdrehen. Ja, nochmal. Verarschst du mich jetzt oder was?
Da kann man doch jetzt nicht durch, oder? Nicht wirklich. Ich dachte auch, man kann das nochmal drehen. Normalerweise, wenn ich das jetzt nochmal drauf schiebe, müsste es sich doch eigentlich Richtung dieser Holztür drehen. Ja. Was ein Glück. So. Weil die möchte ich eigentlich wegschießen. Genau. Das war mein Plan. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sieht doch schon mal gut aus. Da ist nichts. Oh, da ist wieder irgendwas Göttliches. Hier ist nichts. Ja, na klar. Und was habt ihr jetzt für mich, ihr Götter? Gott Zeus. Kratos. Je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Ist das ein Fernangriff? Zorn des Zeus erhalten. Wählen Sie Zorn des Zeus. Mit L2 können wir angreifen. Alles klar. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Es sieht so aus. Da kommen wir aber noch nicht durch. Okay. Da, Zorn des Zeus, alle Feinde töten zur Auswahl. Ah, gedrückt halten und damit kann ich die dann umbringen. Jawohl, spürt die Macht des Zeus, ihr Schweine. Damit könnte ich ja auch an die Kisten kommen, nicht wahr? Und damit kann ich auch darüber, wo der Typ nicht auf mich hören wollte. Wir machen jetzt erstmal hier alles kaputt. Ja, scheiß auf die kleinen Dinger, die kriegt man nicht so gut getroffen. So. Yes. Was haben wir hier drin? Ein weiteres Gorgonenauge. Magie, gerne. Und hier eine Phönixfeder. Eine fehlt noch, um meine Magieleiste weiter aufzu... Ups, Moment. Um die Magieleiste weiter aufzufüllen. So, jetzt müssen wir eh wieder zurück zu dem Typ, der den Hebel nicht zieht. Und dann kommen wir ja auch an den Kisten vorbei. Wir werden nochmal abspeichern vorher. Und in der nächsten Folge werden wir nochmal den Zorn des Zeus erleben. Und dann hole ich mir endlich meine ganzen Kisten da hinten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal mit unserem Kratos.